Eben die Bühne gerockt, jetzt ist er bei uns auf der Pfingst-Open-Air-Couch. Stefan Dettel, ich freue mich tierisch und man merkt, du kommst hierher und es ist gute Laune, es war gute Laune auf der Bühne, vor der Bühne, überall. Also schönes Wetter. Also, die Leute sind super drauf, haben schon 5-6 Bier drin. Hat sicherlich nicht an deiner Musik gelegen. Nein, auf keinen Fall. Ja, schau, Andi ist schon nackert, also uns geht's gut, die Leute geht's gut, passt schon. Und du hattest, ich sag mal, außerordentliche Bühnenunterstützung mit dabei. Die Jungs von His Name is Sandusky waren auch mit oben. Voll geil, ja. Ja, woher kennt ihr euch? Kennst du den? Du kennst natürlich den Sound von den Jungs wahrscheinlich. Woher habt ihr euch kennengelernt? Ja, die sind wahnsinnige liebe Typen, die immer wieder auf die Konzerte kommen zu uns und feiern uns an und sagen so, hey, ihr müsst weitermachen in Bayern, wir brauchen Rockmusik. Und die machen so Foo Fighters Sound und das taugt uns voll, was die machen. Und natürlich cool, dass die auf die Konzerte kommen und auch super, dass sie gleich auf die Bühne mitkommen sind. Ja, habt ihr auch diesen speziellen hier Ping-Pang-Pong-Move da mit rumschießen und so gemacht? Ich hab den auch nicht gekannt. Sie haben gesagt, vor der Show haben sie gesagt, wir müssen das unbedingt machen, weil sie wollten das gestern, als jede Band macht und bis jetzt hat es keine gemacht. Ach so. Und ich gesagt, wir brechen eine Lanze für das, also das und hauen es rein. Peng, peng, peng. Alles klar. Du bist ja so musikalisch generell von der Lebenseinstellung so ein bisschen auf dem Retro-Trip, sag ich mal. Wie aktuell bist du dann, was jetzt Smartphones, iPhone und Pipapo Elektrogramm angeht? Nein, das mal. Nur das Nötigste. Ja. Also, so E-Mails und SMS, das macht schon Sinn, weil einfach. Aber manchmal ist das Handy ja 2-3 Tage aus und jeder ärgert sich. Aber das muss einfach sein. Man braucht da nicht jeden Scheiß mitmachen. Und wenn jetzt die Kollegen von Labras Banda anrufen, neuen Song machen wollen und das Handy ist aus, gibt es da einen Ärger? Wie bringt man Stefan Dettel und Labras Banda noch unter einen Hut bei den Dimensionen, die das ja jetzt sowohl bei der einen als auch der anderen Seite angenommen hat? Ja, das funktioniert ganz gut. Also wir sind ja noch oldschool-mäßig unterwegs. Also man besucht sich einfach mal so gegenseitig am Sonntagnachmittag mit einem Kuchen und Kaffee und so. Das ist wie so bei all die Omas dann. Hey, komm ich vorbei und dann reden wir so. Das funktioniert eigentlich am besten auch ohne Handy. Weil dann machst du immer so Antwort an alle. Ja. Und dann kriegst du wieder 16 und dann sagt einer, aber welche Frage war das? Und dann wieder an alle, welche Frage? Und jeder wieder zurück. Und dann gibt es so 20.000 Sachen und keiner weiß, um was geht. Anstatt dass man sich an den Tisch setzt und sagt, hey, machen wir noch in 2 Wochen einen Termin aus, reden das aus und das passt. Gab's da auch, also gibt's da auch dann immer mal wieder Probleme vielleicht auch, weil jetzt das eine nicht so mit dem anderen vereinbar ist, wie man es ja wahrscheinlich auch gerne wollen würde. Es scheitert ja wahrscheinlich dann weniger am Willen als einfach an der Zeit. Das ist auch nicht so schlimm, weil wir mit Brass Banda uns ganz fixe Zeiten gesetzt haben. Wir haben gesagt, wir haben die letzten 5 Jahre 500 Konzerte gemacht und haben gesagt, wir brauchen jetzt ein Jahr Pause. Okay. Und in dem Jahr hat jeder von uns dann die Möglichkeit, musikalisch was anderes zu machen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also, komischerweise haben wir da ganz eine gute Planung und nein, das macht einfach Spaß. Alles klar, gut, dann hoffen wir, dass wir die gute Planung weiter behalten können. Du musst eine Frage an einen Tiroler. Ja, natürlich. Ich sehe hier drüben, die Füße sind ziemlich zugerichtet. Bist du barfuß aufgetreten? Ja, natürlich. Das heißt, deine Füße sind da schon abgehärtet oder sind sie jetzt heute entjungfert worden, sagen wir mal, nackig auf der Bühne? Ja, das ist jahrelanges Training und das. Aber wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es. Das ist dann umso schöner. Kann man sich ein bisschen. Soll übersetzen oder geht's? Na, also ich glaube, wir haben es schon noch verstanden. Also, ich könnte jetzt ein bisschen mit meinem Hessisch anfangen zu schwätzen, wo ich normalerweise herkomme. Ja, schöner. Da hätte man jetzt eigentlich ein wunderschönes Dialektinterview führen können. Nur mal von vorne. Also, hätte jetzt wahrscheinlich keine Sau draußen verstanden, wenn ich jetzt mit meinem Mittelhessischen angefangen hätte. Aber dann kann ich zumindest mal die Abmoderation so machen. Da bedanke ich mich bei euch, Bube, dass ihr da gewesen seid. Und ich wünsche euch noch ein schönes Festival und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Machen wir.